sind in Zweisamkeit, Jan. Du, ich und Amerika. Und 50 Cent. Amerika, Amerika. Insta Flensing. Ich habe diesen Hauptbahnhof öfter als meinen Vater gesehen. Hey, das stimmt sogar. Ja, ich weiß. Sheep. 10 Tauben kämpfen um ein vergammeltes Brötchen. Gottloser Mensch. Amerika, Amerika. Ey, Jan, essen Tauben Sushi? Okay, komm. Ihr Jungs, nur ein, Bruder. Also sollen alle um einen kämpfen? Ja, natürlich, Digga. Ich will doch verfetzen nachher. Wer ist euch? Das ist euer Cousin. Was? Das ist nicht euer Ernst, ey. Willst du einen Sack? Wie hab ich Elmi? Erstmal einen. Einfach Jumbo. Haben wir schon gesagt, dass wir mit dem Zug nach Amerika... Digga, Mann. Ich mach das schon. Jetzt. 3, 2. Haben wir schon gesagt, dass wir mit Zug nach Amerika fahren? Amerika, Amerika. Tschuk, tschuk. Damen und Herren, unser nächster Halt ist in 10 Minuten Duisburg. Fick dich. Vor uns ist der Soldat, ja. Ich hab gar keinen Bock mehr auf BWL. Ich brech das Studium ab. Jedes Mal diese vollen Züge. Ich möchte einfach raus. Ich will einfach raus. Alles gut, sind noch 2,5 Stunden hier. Ei, ei, Captain. Wallabila, ein böser Mann ist zurück. Mit der Frisur. Ein netter Mann. Wallabila, wenn ich das Wort böse beschreiben müsste, würde ich dein Gesicht zeigen. Bitte beurteilen Sie Ihre heutige Fahrt. Das kann ich gerne machen. Ihre Meinung ist uns sehr wichtig, um unser Angebot für Sie weiter zu verbessern. Na klar. Sehr zufrieden, sehr unzufrieden. Warum? Zu viele Soldaten im Zug. Können wir ein Bild machen? Ja. Ich mag das, wenn dein Ellbogen meine Speckrolle berührt. Naja, ich bin so fett, meine Speckrolle hat eine Speckrolle. Ich bin so fett, ich passe in den Sitz rein. Ich bin so fett, ich kann meinen Arsch nicht abwischen. Hey, John, ist das nicht Willi? Ja, meine Damen und Herren. Ist der Beweis, dass Soldaten nicht da sitzen dürfen, wo sie wollen? Ein böser deutscher Mann. Tschüss, Sydney. Hey, John, die Ausweiskontrolle kommt. Stell dich tot. Guten Tag, neue zugeschickte Fahrgäste mit den Fahrkarten. Wir sind tot. Willkommen in Amerika, das Land der Freiheiten, das Land der Träume. Nein, das ist Frankfurt. Das amerikanische Zimmer ist ready, oh mein Gott. Amerikanen, Edirne, John, Edirne, broke. Ich will, dass New York weiß, dass ich am Start bin, okay? Was macht er da? Wenn das Bett nicht zusammenbricht, hatte ich keinen Erfolg. Oh! Ja, bitte. Noch Sushi. Ja, wir haben noch Sushi. Ich wollte dich doch gerade füttern. Dann morgen. Wir sind gerade am härtesten Schalter der ganzen Welt. Ey, und wir sind leichter als gedacht durchgekommen einfach. Warte, das war ihr Kinderspiel. Warte mal, wenn wir gelandet sind. I fly the first time in my life to New York. Good stuff. Have fun. Ein beschäftigter Inder. Also lachen wir jetzt Inder aus, ja? Nee, beschäftigte Inder lachen wir aus. 2 Dirties für 7,50 €, das klingt auf jeden Fall nach einem fairen Preis. Boah, läuft bei Shirin David. Ey, normalerweise geht man ja mal hier durch. Hier. Aber weil wir jetzt nach USA fliegen, müssen wir durch eine andere Tür. Guck mal, hier. Ein anderes Portal, glaube ich. Nicht, dass wir jetzt zu Son Goku werden. Osan, was ist los? Oh, ich will zu Krillin. Tenshinhan haben. Was ist ein Tenshinhan? Kennst du nicht Tenshinhan? Ist das eine Attacke von ihm? Das ist der Vater von Krillin. Achso. Also imagine, ihr seid auf Diät und holt euch eine Cola Light und dazu gibt es ein Mars gratis. Dann es geht los. Wir fliegen nach Amerika, Digga. Es geht los, Wallah, es geht los. Alter, ich freue mich übertrieben. Hallo. Hallo, good morning. Hallo. Welcome to Singapore Airlines. Hello, hello, hello. Junge, das Flugzeug ist ja mies modern. Schau dich das mal an. Türkisch Airlines hat Kacke gefressen. Auch was die Mitarbeiter angeht. Naja, sorry, ich muss ein bisschen die Leute unterhalten. Alles gut. Ein böser deutscher Mann. Ich sitze es einfach in deinem Gesicht, Bruder. Ein schöner Asiate, wie er im Bilderbuch steht. Und ein schöner deutscher Mann. Wusstet ihr, dass es Halal Wasser gibt? Das ist einfach Wasser mit Kohlensäure, mit Halal Zertifikat. Hey Bruder, brauchst du was zu trinken? Eine Massage, irgendwas. Wenn er dann sagt, Bescheid, okay. Weil wir sind die Hunde hier und du bist der König. Was haben wir denn heute im Menü von Shanghai Airlines? Fisch mit Nudeln und Brokkoli. Dazu ein Mango-Eis, ein Stück Brot. Thank you. Sag doch ein Deutscher, wie er im Bilderbuch steht. Er trinkt Bier zum Essen. Genau so muss ein Stefan sein, Mama. Ich mal vor, ihr werdet gefragt, was ihr trinken wollt. Wasser oder Saft? Er sagt Bier. Wer kennt's nicht? Fisch mit Bier essen.
Ey, Ozan, der Typ, der da gerade schlafen war, ist zur Toilette gegangen. Wirklich? Ja, ich hab mir den Prank ein bisschen besser vorgestellt. Naja, ich wollte mich gegen einen Asiaten kämpfen, er kann mich im Karate. Wir sind zu zweit, man, er hat keine Chance. Karate. Aja! Ich kann auch aussteigen, wenn ihr wollt. Entschuldigung, habt ihr auch Hundbesitzer? Wuff! Nein, werd nicht wach, werd nicht wach, werd nicht wach! John, ich hab stundenlang ausgehalten, aber es geht nicht mehr. Nein, bitte nicht. Naja, ich muss scheißen. Oh nein, das ist so eng hier. Ich passe hier doch gar nicht rein. Nee, Digga, das kann ich nicht schnell. John, deine ersten Eindrücke? Ich bin fasziniert. Erstmal ein Big Mac. Erstmal ohne Witz, ich habe Angst, durch die Kontrolle zu gehen. Welcome to New York City. Also John wurde gerade mitgenommen bei der Kontrolle. Und ich stehe hier noch. Das kann ja was werden, Alter. Ey Leute, ich wurde gerade einfach nackt ausgezogen. Ich musste mich nackt ausziehen vor einem großen Mann. Danach, als ich mich nackt ausgezogen habe, musste ich mich bücken. Gab's Donuts? Es gab keine Donuts. Bitte lass uns kurz ernst bleiben, damit die Leute wissen, dass kein Spaß ist, was gerade passiert ist. Es gab keine Donuts? Nachdem er gesehen hat, dass ich keine Waffen in meinem Arschloch versteckt habe, gab es erstmal ein Stunden Interview, was ich hier mache, was ich hier suche. Auf jeden Fall weiß ich jetzt mein ganzes Leben. Irgendwann kam auch Ozan. Ja, und jetzt sind wir hier. Hattest du wenigstens ein bisschen Angst um mich da drinnen? Ich hab gesagt, ey, mein Freund ist da drinnen, ich will auch da rein. Und dann meinte, no problem. Und dann bin ich auch da reingekommen. War nicht so schön. Nee, egal, Bruder, erstmal ein Burger, Mann. Musste vor einem großen, 2 Meter großen Mann mich nackt machen und mich bücken. Das war eine Nahtoderfahrung. Oh Mann, Alter. Einfach ein amerikanischer Schulbus. Netz ultimativer Schulwahnsinn, zeig dich, Alter. Schau diesen Monster Truck an, Digga. Hey, wann sind wir beim Burger an? We need Burgies. You know, burgers, you know the Apo RED Burgies? You know, with double patties? Yes, we got yes. it. We got all of it. Triple patties. Nice. Wir sind beim Hotel angekommen, meine Damen und Herren. John fucking Brocke, Gladbeck den Amerika, ja. Gladbeck den New Yorker. Oh my gosh, no. John! Wir sind einfach in New York. Ich fass es nicht. Einen miesen amerikanischen Burger mit Speck. Right? Schweinefleisch frittiert und fettigem Schweinebaconöl, bitte. Ja. Und mit Käse natürlich. Ich möchte, dass dieses Beeffleisch aber genau da brät, wo auch Schweinefleisch gebraten wurde. Nee, genau, der ist einer zu viel, Mann. Nein, genauso möchte ich das. Junge, ich bin einfach in New York, aber da kein Land. Guck dich diese M&M-Symbol an. Wir haben Geld gewechselt. $1 Million. Das sieht aus wie Monopoly-Geld. $1 Million. Junge, ich war in meinem Leben noch nie so fasziniert. Makes me happy. Na, 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 na. Hey Toni, was geht ab? Hey Toni. Yo Tommy. Is this the Central Park here? No, it's not the Central Park. What does it look like? Oh! Hello. Hallo. Tadadadam. Ey, wie geil ist der Wipe hier, seien wir ehrlich. You gonna put ketchup on the burger? Yeah. No, 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 no. No ketchup. You gotta eat like that. That's an insult. Hey, hey, this is New York. This is New York. Get the motherfucking. This is New York. See this Krankenwagen, Elimination Wagen. This is John Broke. This is the New York Turk, yeah. Chill in New York. Chill in New York. Hast du auch einen anderen Text? Nee. Chill in New York. Ich bin bei der Brooklyn Bridge. Und was reimt sich auf Brooklyn Bridge? Brooklyn Bitch! Ey, ey, ey. Ich bin einfach 50 auf der Brooklyn Bridge, Bruder. Was passiert hier, Alter? Wir sind in Brooklyn right now, man. Let's do this. Let's do this shit. Guck mal, da ist der Cousin von Biggie. Zeig dir jetzt mal was, jetzt kannst du was fürs Leben lernen, okay? Erstmal suchen wir uns einen dünnen Stein. Jetzt bist du dran, Fettfuck. Bro, glaub mir, nimm lieber den. Hör auf damit! Do not climb on the rocks. Was, The Rock war hier? This is nice. Thank you, my friend. Hey, what's your name, brother? Clarence. Clarence? Yes. It was a pleasure. Nice to meet you. Yeah, bro. See you. Likewise. God bless you and hope to see you again, my friend. Yes, man. Okay. Was machst du, Fettsack? Wo Street, meine Damen und Herren? Angekommen an einem sehr gottlosen Ort. Hier wird Geld gemacht, hier wird die Welt gefickt und hier wird Kokain gezogen. In den obersten Gebäuden. This is where we control the world, you know?
It's not just New York in control. Europe. New Asia. World Order. Wallah sogar, dieser Hund sieht schöner als ich aus. Wallah bin ich schöner als ich. Guckst dir an und ich guck mich an. Burning from Amsterdam to Berlin. Burning from Amsterdam to Berlin. Burning. From Amsterdam to Berlin. Hier wurde Batman gedreht und hier ist ein böser Mann. Burning. From Amsterdam to Berlin. Also das ist wohl das Wahrzeichen der Wall Street in Amerika, der berühmtesten Straße der Welt. Boah, John, guck dir das mal an. Kranke Gebäude, oder? Nein, ich meine den Foodtruck da vorne. Guck mal dieses Gebäude an, Bruder. Da haben die Hotdog. Herr Rosa, kannst du mir den hier kaufen? Ja. Jungs, ich esse einfach einen hellen Hotdog an der Wall Street. Guckt euch das mal an. Genau so habe ich mir einen Hotdog vorgestellt, Wallah. Und damit würde ich sagen, das war's mit dem ersten Vlog. Wir sind den ganzen Monat hier. Wenn ihr wollt, dass wir aktiv Videos hochladen sollen, dann gebt diesem Video einen Daumen hoch, abonniert den Kanal. Das würde uns an der Stelle sehr freuen. Der Kanal war jetzt einen Monat inaktiv. Ihr könnt uns vielleicht ein bisschen helfen, den Kanal hier wieder ein bisschen zu pushen. Vielen Dank fürs Zuschauen.